So, ich bin wieder da. Und Attentat auf Al-Mualim. Assassin's Creed geht in die letzte Runde. Ja, der Kampf besteht daraus, Al-Mualim im Grunde einmal zu kontern. Und werde das immer sein. Und ihn dann zu finden. Ach ja, wenn wir jetzt in diesem Status hier gerade Schaden nehmen würden, wären wir instant tot. Deswegen. Meine Klinge sieht für mich, Al-Mualim. Sie durchschneidet die Dunkelheit. So. Eine sehr interessante Art des Kampfes, muss ich sagen. Ich fand diesen Endbosskampf sehr interessant beim ersten Mal. Da unten ist er. So, nochmal kontert und er ist wieder weg. Ich habe wieder sämtliches Leben verloren. Es fühlt sich erst auf, wenn ich Al-Mualim im Schaden zufüge. Wo auch immer er sich diesmal versteckt. Wo seid ihr, alter Mann? Kommt her. Ich will es zu Ende bringen. Ach, da fällt mir jetzt auch endlich mal auf der Karte wird markiert, wo er steht. Habe ich noch nie gesehen. Ja! Das war's mit dir. Er verliert den Apfel. Unmöglich. Der Schüler kann den Meister nicht besiegen. Nichts ist wahrhaftig. Alles ist erlaubt. So scheint es. Ihr habt gesiegt. Geht und nehmt euren Preis entgegen. Ihr habt mit dem Feuer gespielt, alter Mann. Es hätte zerstört werden sollen. Das einzige Zerstören, das die Kreuzzüge beenden und wahren Frieden schaffen kann? Niemals. Dann tue ich es. Das wird sich zeigen. Ja. Und ich richte mein Herz darauf zu erkennen, Weisheit, Torheit und Narretei. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Wind war. Denn in der ganzen Jetzt hören wir gerade uns die gleichen Sprüche, sag ich mal, wie am Anfang von Assassin's Creed. Also, als wir zum ersten Mal im Animus waren und aus der Erinnerung gestoßen wurden. Dort. Zerstört es! Zerstört es, wie ihr gesagt habt! Ich kann es nicht. Doch, ihr könnt, alter Lehrer. Aber ihr werdet nicht. Es sind mindestens 2 Dutzend Punkte da drauf jetzt markiert. Was sind diese Punkte? Ach ja, was jetzt hier geschieht, sag ich mal, muss ich da näher rangehen? Ja, muss ich. Wir haben es. Na gut. Was jetzt geschieht hiernach, erfährt man in Assassin's Creed Revelations. Zum Teil zumindest. Also wie es jetzt weitergeht mit dem Edensplitter, mit Altair, mit Al-Mualim oder seiner Leiche, wie auch immer. Man erfährt noch, was geschieht. In Revelations. Was war das, verdammt? Und? Wir haben die Karte. Wie viele? Mindestens ein halbes Dutzend. Es waren 2 Dutzend, ich habe noch erzählt. Wir sollten auch einen gewissen Schwund voraussetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch alle funktionieren. Wenigstens 2 befinden sich auf Landmassen, die es gar nicht mehr gibt. Wir schicken Teams zu allen Standorten und finden es heraus. Immerhin brauchen wir nur einen. Und der Rest? Sammeln Sie die ein. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein verdammter Überlebender, der in der neuen Welt Ärger macht. Der Assassine? Wir haben, was wir brauchen. Töten Sie ihn. Halt! Sie wissen, wie die Dinger funktionieren. Wir können da nicht einfach reinspazieren. Was meinen Sie? Wir könnten ihn noch brauchen. Seine Erinnerungen. Ich empfehle, ihn festzuhalten, bis wir sicher sind, dass uns an den Fundstellen keine Überraschungen erwarten. Das ist Zeitverschwendung. Sie haben es doch selbst gesagt. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Also gut. Stellen Sie sicher, dass wir ihn nicht mehr brauchen. Dann töten Sie ihn. Wie gut. Nett. Tja. Untergraben Sie meine Autorität nicht. Ich habe Ihnen den Arsch gerettet. Gehen wir. Wir haben noch viel zu tun. Machen Sie es sich nicht so gemütlich. Wir kommen bald genug auf Sie zurück.
Ja. Und was passiert jetzt? Und was zum Teufel ist das? Ja. Wem ist es aufgefallen? Ja, ich darf mal so sagen, Vedic war rot markiert. Verständlich. Doch Lucy? Sie war blau. Und was zur Hölle? Was ist das? Behaltet mal zum Beispiel dieses Zeichen oder dieses Zeichen hier. Behaltet die mal im Hinterkopf. Dieses Zeichen auch. Ich kann gerade mal gucken. Dieses Zeichen dort hinten hier auf dem Boden zu. Diese Zeichen werden alle noch eine gewisse Relevanz haben. Deswegen behaltet vielleicht mal, also ich würde mal sagen, das hier ist relativ einfach im Kopf zu behalten. Oder das, denkt mal daran. Wir werden sie noch einmal sehen. Warte mal, was war das denn jetzt? Ja. Ich würde sagen, wir gehen schlafen, nicht wahr? Wir können jetzt das Adlerauge benutzen. Und sehen. Oh mein Gott. Sieht aus wie... Ist das Blut? Wen zum Teufel haben die vor mir hier festgehalten? Und was ist mit ihm passiert? Was hat das zu bedeuten? Die roten Symbole, die wir im Schlaf stets sahen, also jedes Mal, wenn wir schlafen gegangen sind, das waren sie. Und damit endet das Projekt auch. Let's Play Assassin's Creed. Die Credits laufen. Ihr könnt euch die ganzen Namen durchlesen, wenn ihr wollt. Ja, also, ich habe es ja vor zwei Parts schon gesagt. Es war zu erwarten, dieses Let's Play ist wesentlich schneller beendet gewesen als Pokémon Mystery Dungeon. Ich habe es in gewisser Weise auch erwartet, weil Mystery Dungeon einfach so übelst groß ist. Und das hier ist jetzt, ja, ich weiß gar nicht, in wie vielen Parts ich das jetzt durchgespielt habe. Müsste ich gleich mal nachgucken. Aber gut, tja. Was kann ich zu diesem Spiel sagen? Es ist ein übelst geiles Spiel. Ich habe am Anfang auch gesagt, es ist leider sehr eintönig. Das ist auch so, kann man leider nicht anders sagen. Aber es ist trotzdem richtig geil. Es ist zwar immer das Gleiche, wir gehen in die Stadt, suchen uns da ein paar Sachen, die wir erledigen. Töten das Ziel, gehen zurück zu einem ULM, erhalten eine Belohnung und ein paar Informationen. Und so läuft halt das ganze Spiel ab, habt ihr jetzt gemerkt. Okay. Aber dennoch muss ich sagen, es zu spielen macht einfach richtig Spaß. Da man frei durch die Gegend klettern kann, über die Dächer. Das Kampfsystem ist echt gut gemacht, muss ich sagen. Ich kann auch jedem nur empfehlen, es mal selbst zu spielen. In gewisser Weise sollte man auch diesen Teil spielen, bevor man irgendein anderes Assassin's Creed spielt. Also man sollte die Assassin's Creed alle in der Reihe spielen, theoretisch. Gut, Revelations kann man weglassen, wenn man will. Ja, ich hab's ja auch schon gesagt, ich mag Revelations einfach nicht so gerne. Aber das soll jedem selbst überlassen sein, wie er die Spiele immer findet. Ja, übelst geiles Spiel. Mich würde natürlich mal interessieren, wie hat euch das Let's Play gefallen? Unten ist eine Kommentarbox. Sagt einfach mal, was haltet ihr von dem Spiel, was haltet ihr von dem Let's Play? Ja, es ist jetzt nicht mein erstes, sondern eigentlich mein zweites Let's Play, aber trotzdem, Anfänger bin ich noch, könnte man sagen. Ja. Ich habe jetzt nicht wirklich was zu sagen, muss ich mal so sagen. Also ich bin im Grunde fertig. Draußen bellt ein Hund. Falls man das gehört hat, schön. Falls nicht, dann eben nicht. Tja. Ich könnte jetzt auch einfach für den Rest des Abspanns die Klappe halten. Also, der Rest der Credits. Ich meine mich zu erinnern, dass die sehr lange waren. Also die Credits von Assassin's Creed 2. Gut, die haben sie so ein bisschen überbrückt, muss ich sagen. Da haben sie noch ein bisschen was reingebracht, dass die schneller vergehen für einen, sag ich mal. Aber die Credits von Brotherhood waren sehr extrem, also die gehen übelst lang. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie das mit diesen hier war. Die waren, glaube ich, auch recht lang, also... Tja... Ja, was kann ich noch sagen? Ich meine, ich will euch jetzt hier nicht die Credits zuschweigen. Ja, also es ist natürlich jetzt klar, zweiter Teil. Was wird geschehen, diese Symbole, was haben sie für eine Bedeutung und alles...
Was natürlich jetzt auch interessant wäre, ist, wie geht's mit Altair weiter? Wie gesagt, das erfährt man erst in Revelations, also dem vierten Assassin's Creed, wenn man so will. Dort erfährt man dann, was jetzt direkt... Also einmal erfährt man noch, was vorher passiert ist, sag ich mal. Also was schon... Ich weiß nicht, Alter, ihr war jetzt in diesem Spiel... Wie alt war der? 30? Schätzungsweise. Man erfährt so, was im Alter von 20 mit ihm passiert ist. Es gibt auch noch ein DS-Spiel, das heißt Altair's Chronicles. Da erfährt man noch etwas, was ungefähr aus der gleichen Zeit dann stammt, also auch wo er wahrscheinlich 20 war. Und wunderbar, ich bin wieder zurück bei Desmond. Ja, jetzt können wir natürlich wieder in den Animus gehen, uns hier überall nochmal diesen Boden angucken. Wir können in den Animus gehen und sämtliche Missionen noch auf 100% machen oder so. Wo war ich jetzt gerade? Ja, man erfährt jetzt natürlich auch noch, was mit Altair passiert ist, also danach. Bis zu seinem Tod hin erfährt man immer mal wieder ein paar Sequenzen in Revelations. Also das ist nicht in den nächsten paar Teilen jetzt. Und ich würde mal sagen, Moment. Das dauert echt nicht so lange, wie ich dachte. Das gefällt mir. So. Mit diesem Bild, die Symbole, gerade mal kurz eine Frage, vielleicht an die, die sich damit auskennen, ist das chinesisch oder japanisch da auf der rechten Seite? Ich glaube, dass es japanisch ist, aber ich kenne mich damit leider nicht so gut aus. Könnte auch... Koreanisch sieht, glaube ich, anders aus. Ich weiß es nicht. Ist ja auch nicht so wichtig. Da unten steht noch was. I've entered the Animus and never returned. The Animus? Nee, the Abyss? The Abyss, Entschuldigung. Also ich bin in den Abgrund gegangen und kam nie zurück. Ja, mit diesem Bild möchte ich euch dann auch verlassen und das Let's Play beenden. Nein. Nein, ich habe noch eine bessere Idee. Spiel beenden. So, ich möchte eigentlich zu einer gewissen Stelle zurück, falls das geht. Ja, genau zu dieser Stelle. Ich habe es ja im ersten Part verkackt, euch die Anfangssequenz zu zeigen. Die möchte ich jetzt einfach mal nachreichen. Es ist zwar jetzt letzter Part und demnach passt die überhaupt nicht dahin, aber was soll's. Wenn ich jetzt in diesem Menü warte, müsste sie kommen. Wenn ich denn warte, ne? Und ich warte gerade. Komm schon, zeig mir diesen Anfangsfilm. Da ist er. Ja, gut, dann hänge ich den im letzten Part noch dran, okay? Ja. Wobei auffällt, was jetzt hier... Oh, da ist die Grafik echt geil. Das ist... Na gut, das ist, glaube ich, nicht Altair. Er sieht etwas anders aus vom Gesicht her, aber es ist ein Assassine und es fällt auf, er hat eine komplett andere Ausrüstung. Er hat keine Wurfmesser, dafür einen Dolch vorne im Gürtel. Er hat eine Armbrust, wie man sieht. Das sind alles Sachen, die hatte Altair zum Beispiel gar nicht. Aber ansonsten sieht er nicht genauso aus, ne? Und natürlich die versteckte Klinge. Das, was die Assassinen im Grunde ausmacht, kann man, glaube ich, sagen. Weg ist er. Ja, und damit möchte ich dann dieses Let's Play auch endgültig beenden. Assassin's Creed. Ja, das war Assassin's Creed. Der erste Teil, der zweite wird kommen und auch die anderen, also Revelations nicht, aber vermutlich, aber es wird weitergehen. Doch als nächstes habe ich noch ein anderes Projekt geplant. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Projekt. Ciao.